Camtasia-Clips heften. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich habe hier zwei Clips, das ist der eine, das hier der andere. Die sind im Moment noch getrennt und ich füge hier den zweiten an den ersten und ich hätte gerne, dass diese beiden verbunden sind. Denn wenn ich jetzt den einen herumtrage, dann bleibt der andere liegen. Und ich möchte gerne hier Cursor-Effekte übertragen, sonst müsste ich das bei diesem Clip machen und bei diesem auch. Wie kann ich heften? Ich markiere nun beide, den linken und den rechten, mache einen Rechtsklick und... geht nicht. Warum? Es geht nur bei Aufnahmen aus demselben Clip. Also, dieser Clip hier ist eine andere Aufnahme. Aber wenn ich diesen Clip hier vorne trenne, dann funktioniert's. Ich drücke die Shift-Taste, zupfe hier an der Abspielnadel. Jetzt sind sie getrennt, auch die Eigenschaften sind getrennt. Wenn ich die nun wieder zusammenfüge, das heißt an einander stelle, kann ich diese beiden hier unten heften. Ich lasse die Shift-Taste gedrückt, Rechtsklick und jetzt kann ich diese Medien heften. Es erscheint hier eine Naht. Ich habe nun nur das Bildmaterial geheftet und kann nun einen Cursor-Effekt hinzufügen. Ich packe hier diesen Cursor-Effekt, trage ihn auf diesen Clip und kann hier die Eigenschaft einstellen, so wie ich das gewohnt bin, auf 50% Deckkraft und 20 Pixel groß. Dann wird das auf beide gerade übertragen. Und so muss ich es nur einmal machen und nicht bei jedem Clip extra. Das war's.